Zunächst mal würde ich Sie drei gerne fragen, warum ist es denn, also vor allem Professor Schneider, warum ist es denn so wichtig, dieses ganze Archiv, also alles, was jetzt schon da ist, entsprechend für alle zu öffnen und zugänglich zu machen? Reicht es nicht, wenn es eben unter der Bildungsschranke für Forschungsinstitutionen, die das Ganze speziell erforschen, einordnen, zugänglich machen? Die Sender selbst haben ja ohnehin schon Zugriff auf diese Archive. Wozu dann diesen Riesenaufwand betreiben für eine angenommene Öffentlichkeit, die dann dieses neue Angebot vielleicht gar nicht wahrnimmt? Ja, also es ist aber gar nicht so, dass der Zugriff jetzt gesichert ist. Also man kann auf diese Produktionsarchive nur zurückgreifen, ich sage es jetzt übertrieben, wenn man da einen Brief hinschreibt und sagt, ich interessiere mich dafür, und aus den Archiven wird dann eben auch berichtet, dass so Anfragen kommen wie, haben Sie was zu Putin? Ja, das ist jetzt natürlich vielleicht nicht eine wissenschaftliche Anfrage. Eine wissenschaftliche Anfrage hat eher den Charakter, welches Porzellan kommt in Tatortfilmen vor? Das ist ja vielleicht auch eine interessante Frage. In jedem Falle haben die Archive auch eine Schwierigkeit, sozusagen die, sagen wir mal jetzt nur die wissenschaftlichen Fragen gezielt zu beantworten. Einmal, weil sie noch nicht hinreichend vernetzt sind, und zum anderen, weil sie quasi selber an ihre Maschine gehen müssen, die Antwort rausziehen müssen, die dann verschriftlichen müssen und dann zurückmelden müssen. Und in unserem System haben wir auch schon besprochen, dass wir das den Archiven quasi leichter machen können, wenn wir eine Suchmaschine davor setzen, ja, die Daten importieren, indexieren, und dann können wir, weil wir ja erstmal in der ersten Phase noch nicht auf die Inhalte selber vermitteln, können wir dann sozusagen quasi ein Formular generieren, das dann gleich an der richtigen Stelle rauskommt und gleich den Kontakt zwischen Wissenschaft und dem entsprechenden Archiv, wo es liegt, herstellt. Also das ist so eine Idee, den Zugang überhaupt erstmal herzustellen, ihn auf diese Weise zu gestalten, weil wie gesagt, heute gibt es das noch nicht. Herr Tief hat die Initiative gehabt, so einen Rechner mit dem Zugang zu den FESAT-Daten in die Bayerische Akademie zu stellen, weil irgendwer hat ihm gesagt, da würde jemand drüber forschen. Das hat aber bis heute noch keiner getan. Und um das alles möglich zu machen, um eben zu sagen, ich kann solche Materialien erstmal, ich kann darauf zugreifen, ich kann sie gegebenenfalls in offene Bildungsressourcen überführen, welche Hürden müssen bis dahin eigentlich noch müssen bis dahin noch aus dem Weg geräumt werden? Was steht jetzt akut gerade an? Was liegt im Weg? Ich sage nochmal, die Archive sind King. Ja? Wir brauchen die Archive, die verwalten unser Kulturgut im besten Falle, im anderen Falle liegt es irgendwo unverwaltet herum. Und die Archive brauchen jetzt in unseren Zeiten einen digitalen Zugang oder müssen irgendwie eine digitale Hürde überspringen, damit wir sie abfragen können. Und dieses muss eingerichtet werden. Jetzt gibt es sehr viele, ganz unterschiedliche Archive, und da gibt es unterschiedliche Schranken. Aber den Zugang überhaupt erstmal einzurichten, das ist, glaube ich, ein guter Auftrag, der von der Erweiterung der Bibliotheken herkommt. Bibliotheken bemühen sich auch inzwischen, alle möglichen Dinge einzusammeln. Archivportal.de ist ein anderer Versuch. Also in diesem Prozess der Erweiterung der Zugänglichkeit sehe ich uns arbeiten. Also die ersten Ideen auf deine Frage waren natürlich das Urheberrecht. Aber ich glaube, das Wichtigste, was wir brauchen, ist einen richtig überzeugenden, knalligen Testfall, an dem demonstriert werden kann, was durch Öffnung von Rundfunkarchiven möglich wird. Und Herr Schneider, Sie hatten das Internet-Archive erwähnt. Die betreiben da seit einigen Jahren ein Projekt namens TV News Archive, wo die das geschafft haben, auch rechtlich, natürlich nicht jetzt unter dem Radar, sondern ganz offiziell sämtliche Nachrichtensendungen in den USA aller Sender aufzeichnen zu können. Und zum einen, das ist ein bisschen kurios, hängt am Copyright Act, diese Sendungen dann auf DVD zu verleihen gegen Verleihgebühr, gleichzeitig diese Materialien aber auch in 1-Minuten-Schnipsel online anzubieten, jeweils mit Untertiteln. Und das ist eine Werkstatt für die Wissenschaft geworden, also natürlich die Medienwissenschaften, die hier Medienbeobachtungen empirisch ganz präzise machen können. Da setzen andere Projekte drauf auf. Gesichtserkennung hat jemand ein Projekt gemacht, um zeigen zu können, wie häufig bestimmte Politikerinnen und Politiker in den Nachrichten in einem Wahlkampf beispielsweise vorgekommen sind.
was auch politologische und demokratiepraktische Gründe hat, um hier eine Gerechtigkeit herzustellen. Also eine Vielzahl von Möglichkeiten, die hier entstanden sind. Und wenn ich mal an Dreisat denke, mit den Nachrichten aus Deutschland, Schweiz und Österreich, das ist, wie ich finde, eine wunderbare Möglichkeit, in die nationalen Filterblasen der jeweils anderen beiden Länder hineinzuschauen. Warum schaffen wir das nicht, etwas Ähnliches mit 27 Mitgliedsländern zu machen? Also jeweils die Haupttagesnachrichten der Öffentlich-Rechtlichen zu sammeln an einer Stelle. Das kann man natürlich nicht in einem linearen Fernsehkanal machen, sondern das muss man online machen, sodass man hier auswählen kann, mit den Untertiteln, die wahrscheinlich eh in den allermeisten Fällen vorhanden sind, die es auch erlauben, mit automatischer Übersetzung dieses Material natürlich sprachlich dem Rest von Europa zugänglich zu machen. Und diesen Effekt, ich kann in die Filterblasen auch in Polen, Ungarn, Italien reinschauen und gucken, was die Menschen dort beschäftigt. Ich glaube, das wäre ein gigantischer Testfall, an dem man die Chancen, die Möglichkeiten sowohl für Wissenschaft, aber auch für öffentliche Debatte, gerade jetzt im Vorfeld der Europawahl, aufzeigen könnte. Damit haben Sie schon ein bisschen das Feld aufgemacht, wo es hingehen soll. Also einerseits natürlich deine Daten, meine Forschung, also dass eben da eine ganze Menge mit gemacht werden kann, aber eben auch, wo es in den nächsten Jahren hingehen kann, aus Konsumentensicht her. Frau Richterhoff, wie würden Sie denn sagen, wie sieht denn die europäische öffentliche Sendelandschaft im Jahr 2030 aus, wenn man auf Sie hört? Gute Frage, Bernd. Ich wollte auch noch kurz auf die Frage vorher ergänzen, aber das kann ich auch mal anders machen. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich auch ein gemeinsames, dass man Themen setzt, wie schon gesagt, hatten Sie ja auch gesagt, wir brauchen europäische Öffentlichkeit, in der also Themen gesetzt werden. Wir kennen das von der ARD-Themenwoche, da werden auch Themen gesetzt, die gesellschaftlich relevant sind und dann entsprechend öffentlichkeitswirksam auch angekündigt werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Themen gibt, die man gemeinsam angehen kann. Und ich halte es auch für richtig, da Europa als sozusagen die identitätsstiftende Basis zu nehmen. Also gerade in den heutigen politischen Zeiten muss ich das wahrscheinlich nicht weiter ausführen, warum. Insofern würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man also programmgestalterisch sowieso Themen setzt und weniger auf Sendeplätze geht, aber dann natürlich auch Kooperationen hat sowohl bilateral als auch multilateral. Ich bin mir sicher, dass es noch Mikrofone gibt, die hier durchs Publikum laufen können. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle schon... Dann bräuchten wir noch jemanden, der damit vielleicht ganz kurz läuft. Dankeschön. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Ansonsten, also wir können natürlich noch weiter in die Zukunftsvision gehen, aber Sie als Fachpublikum haben da sicherlich noch mal eine eigene Sicht, die Sie einbringen möchten. Dann würde ich die Frage erstmal direkt weitergeben und habe ein waches Auge aufs Publikum. Herr Dr. Schneider, Herr Professor Schneider, wie sehen Sie denn das? Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in 2030. Was muss er bis dahin leisten? Jetzt für die Zukunft bin ich so schlecht vorbereitet. Ich wollte Ihre vorige Frage aufgreifen, zu sagen, wo kämpfen wir denn, wo müssen wir denn kämpfen? Und da wollte ich sagen, wir müssen auf verschiedenen Ebenen kämpfen. Ja? Sie kämpfen in Brüssel, ich gehe nach Mainz und dann kommen wir sozusagen von beiden Enden her. Digitalisierung heißt aber nicht nur Zugang zu den Daten. Digitalisierung zum Beispiel erweist sich auch als ein Segen, was Konservierung angeht. Ja? Es gibt viele Materialien, die man durch Digitalisierung jetzt überhaupt erstmal retten kann. In eine digitale Gegenwart, die vielleicht auch nicht ganz ungefährdet ist, aber immerhin erstmal dann eine, die automatisch auch eine Zugänglichkeit ermöglicht. Ja, also ich kenne das von Filmmaterial, was auch in Sammlungen liegt. Ich weiß, das Elend oder das Problem bei dem Netzwerk Mediatheken, das sind kleine, kleinste Einrichtungen, die mit der Erschließung und mit der Konservierung eigentlich völlig überfordert sind. Und weil es keine deutsche Mediathek gibt, die sich um dieses alles kümmert, muss das eigentlich konzertiert angegangen werden. Also man müsste da eine Initiative starten und müsste sich zusammentun.
Ich würde auch da gerne nochmal ergänzen, die Überlegung, was muss noch geschehen. Also ich glaube, wir brauchen tatsächlich auch einen selbstbewussteren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für den sich auch die Zivilgesellschaft noch mehr verantwortlich fühlt oder mit eins fühlt, in dem Sinne, dass da dann auch rundfunkpolitisch gehandelt wird im Sinne der Zivilgesellschaft, dass man sagt, okay, das und das sind die Themen, das sind Programme, die durch uns finanziert wurden, deswegen sollen die auch besser zugänglich sein und dann könnte man da eben nochmal eine andere politische Handreichung auch haben, noch eine Ergänzung. Und dann wäre es natürlich, jetzt nochmal die Kopplung zur Tagung, Zugang gestalten, würde ich mir wünschen, auch sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene, was Sie gerade auch aus der BBC aus England angesprochen hatten, diese Verknüpfung eben auch von kulturellen Einrichtungen, dass man sagt, okay, der öffentlich-rechtliche Rundfunk fühlt sich auch dafür verantwortlich, Zugang zu diesem Kulturgut, zu Museen, Ausstellungen etc. zu schaffen und da eben auch ganz systematisch Kooperationen einzugehen, dass eben das Geld dann, was über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann auch den Museen zugutekommt und man da tatsächlich neue Formen der Vermittlung für Kultur und Bildung hat, die ja mit Storytelling ist ja vieles möglich. Scheint nicht an zu sein. Gesehen wird. Denn es ist ja so, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht unumstritten ist im Moment, einfach politisch. Das muss man ja einfach konsternieren, egal wie man dazu steht. Es gibt verschiedene Angriffe. Es gab in der Schweiz eine Volksabstimmung, die Gott sei Dank gescheitert ist. Aber es gibt dieses Infragestellen des Konzepts des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und meine Frage ist, sehen Sie das eher als eine Gefahr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Sinne von, dass dann so eine merkwürdige Abwehrstrategie im Sinne von PPP oder so gefahren wird und man versucht, sich da irgendwie zu wehren? Oder könnte das, und das ist ja meine Hoffnung, letztlich sogar zu einer Stärkung des Konzeptes öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Sinne einer Rückbesinnung auf diesen Auftrag, der eben ein anderer ist als die kommerzielle Verwertungslogik führen. Dann allerdings die kritische Frage an Herrn Professor Schneider, ob dann diese Ablehnung des Ök-Ök-Prinzips nicht doch etwas vorschnell ist, denn natürlich ist mit dieser Vorstellung der öffentlichen Finanzierung und des öffentlichen Auftrags nicht ganz zu Unrecht auch wird ein Anspruch nach Zugänglichkeit eben auch durch die Öffentlichkeit formuliert. Soll ich da gleich, also den Anspruch würde ich voll und ganz unterstreichen, aber ich würde jetzt nicht die übertriebene Variante wählen, dass nur weil Institutionen mit staatlichem Geld gefördert worden sind, sozusagen alles irgendwie frei weg hergegeben werden soll. Vielleicht kann man die Frage nach der Zukunft einfach so umformulieren. Die Zukunft wird ja nicht angeknipst. Ja? Die Zukunft müssen wir erarbeiten und gemeinsam arbeiten. Und genau wie Sie sagen, finde ich, die Debatte um den Rundfunk kann dem Rundfunk nur nützen. Weil ein Rundfunk, der sozusagen nicht mehr von einem Konsens oder von einer Mehrheit getragen wird, ist auch keine gute Institution mehr. Ja, die Debatte um Bibliotheken, um Museen, wir haben sie ab und zu um Opernhäuser, ja, Berlin hat erfolgreich 3 Opernhäuser und das war schon öfters mal sehr kritisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Gesamt-Berliner Konsens ist, dass es jetzt immer 3 Opernhäuser geben muss, aber es ist jedenfalls etwas, was mal durchdiskutiert worden ist und dann nicht mehr umstritten ist. Und das ist vielleicht ein Weg. Ich denke, viele Dinge müssen einfach auch, die sind so komplex, ja, die Ansprüche, die wir haben, und Publikum und Öffentlichkeit, das ist auch ein sehr schöner Unterschied, aber er ist dann auch schwierig auszubuchstabieren. Wann bin ich dann Öffentlichkeit, wenn ich Nachrichten höre und bin ich dann Publikum, wenn ich einen Krimi gucke und so. Ne? Aber das sind Begriffe, die müssen wir diskutieren. Ich würde auch hoffen, dass es als Chance genutzt wird im Sinne von Rückbesinnung, was wollen wir geben, aber auch mehr Transparenz, Beispiel auch Finanzierung. Also ich glaube schon, dass es im Moment viele Sendungen oder einige Sendungen möglicherweise nicht unterscheidbar genug zum kommerziellen Fernsehen sind, also wenn wir beim Beispiel Fernsehen bleiben, und in ihrer Legitimation tatsächlich schwierig
zu begründen sind. Also ich würde mir davon auch im Endeffekt eine Abspeckung des Programms oder wirklich Umformung des Programms nochmal erhoffen, in dem Sinne, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr anders ist, also mehr das andere abbildet als das kommerziell bereitgestellte und sich eben selbstbewusst, aber auch durch dieses andere legitimiert. Die Frage dann, wann Öffentlichkeit, wann Publikum, würde ich gerne auch nochmal kurz ausführen, wäre in meinem Verständnis eben dadurch, dass beispielsweise jetzt in diesem anderen Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Thema XY gesetzt wird, wird möglicherweise in der Gesellschaft darüber gesprochen, ohne dass diese Sendung überhaupt geschaut wurde. Man kann ja auch zum Beispiel darüber sprechen, oh, heute das und das, die hatten gar keinen Brennpunkt. Oder heute das und das und direkt einen Brennpunkt. Also ich glaube schon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein Thema in der Gesellschaft ist, unabhängig von der faktischen Zuschalt, also unabhängig davon, ob die Leute da jetzt gerade einschalten oder nicht. Und das wäre nochmal so ein weiteres Unterscheidungsmerkmal für Öffentlichkeit oder Publikum. Herr Krasmuck, Wandel durch Krise oder Lähmung durch Furcht? Wandel durch Krise oder Lähmung durch Furcht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Lähmung durch Furcht, okay. Das sind die Parameter der Debatte und ich denke, ja, die Debatte kann, wie das Schweizer Beispiel gezeigt hat, die Öffentlich-Rechtlichen nur stärken, weil wenn das nicht gelingt, also wenn die kategoriale Verschiedenheit, der besondere Wert, der Public Value, den die Öffentlich-Rechtlichen der Gesellschaft liefern, im Unterschied zu kommerziellen Medien nicht vermittelbar ist, dann wird es die nicht mehr geben. Und wenn es und diese Form des Aufweichens der kategorialen Verschiedenheit, wir können ja was mit kommerziellen zusammen machen, Verwertungskooperationen und gut, der ORF ist dann nochmal in einer anderen Drucksituation durch sich auch maßgeblich durch Werbung finanzieren zu müssen. Das Ganze noch in einem gelingenden Wechsel ins Internet, das ist in der Tat alles höchst problematisch. Wir sehen aber genug Hinweise, mit Funk ist da, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt gemacht worden. Leider, da hat Florian Hager einfach recht, wenn man im Internet etwas machen will und junge Menschen erreichen will, dann gibt es im Augenblick keine Alternative zu YouTube, Facebook etc. Und der ist natürlich völlig unglücklich darüber und sagt, ich bin der Erste, wenn es eine öffentlich-rechtliche Plattform gäbe, mit einer ähnlichen Reichweite, mit Funk dorthin umzuziehen. Also das ist so das Spannungsfeld, aber wie gesagt, es gibt Impulse in die richtige Richtung und ich bin da ganz zuversichtlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit der EU. Also die Öffentlich-Rechtlichen, die EU sind eigentlich relativ ungeliebt und auch immer wieder gerne Hassobjekte, aber wenn sie weg wären, dann würde uns definitiv was fehlen. Jetzt hätte ich noch eine ganze Menge Fragen, die wir ohnehin nicht mehr schaffen. Deswegen dampfe ich das mal runter in eine Frage an Sie. Sie haben alle mobile Geräte, sei es ein Pad oder sei es ein Telefon. Wer von Ihnen hat auf einem dieser Geräte mindestens eine Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender installiert? Wir sehen, es gibt doch noch ein paar mehr Fans im Raum vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk als uns vier hier vorne. Und wir schauen, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt. Es wurde jetzt hier angesprochen, deswegen ordne ich es nochmal kurz ein. Wer noch mehr zu dieser Grundsatzforderung öffentliches Geld, öffentliches Gut lesen, hören möchte, der kann gerne die Kollegen hier von Wikimedia Deutschland ansprechen, dass das vielleicht auch manchmal ein bisschen radikaler ist. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, ich danke Ihnen allen für den Input und für den Blick in die Zukunft und jetzt schauen wir einer hervorragenden Abendveranstaltung entgegen, zu der Herr Klimpe bestimmt noch einen kleinen... Nein?